Denn was menschlich ist, ist kein etablierter Zustand. Es ist eine Möglichkeit. Es ist kein festgesetzter Zustand. Wenn von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden muss, gibt es ein ganzes System des Verständnisses, das geschehen muss. Verstehen der Mechanismen, wie dieses Leben funktioniert und was wir damit tun können. Diese Mechanik, diese Technologie, diese Wissenschaft bezeichnen wir als Yoga. Ich weiß nicht, welche Arten von Sachen ihr tut, aber nach meiner Erfahrung glauben viele Leute in den Vereinigten Staaten, besonders in Kalifornien, dass Yoga in Kalifornien begonnen hat. Yoga started in California. Yes. Ja. Ich habe jemanden getroffen, der ernsthaft glaubte, es war Madonna, die mit Yoga angefangen hat. Ja. Also diese Mechanismen des Lebens. Es ist so einfach wie Folgendes. Ich bin mir sicher, dass fast alle von euch ein Instrument mit sich führen, eine Art elektronisches Instrument, zumindest ein Telefon. Je mehr ihr über dieses Telefon wisst, desto besser könnt ihr es benutzen. Ist das so? Im vergangenen Jahr führten die Mobilfunkfirmen in Indien eine Umfrage durch. Indien ist der größte Wachstumsmarkt für Telekommunikation zurzeit. Jeden Monat fügen wir etwa 5,5 Millionen Handys hinzu. Okay. In einem Jahr werden etwa 60 Millionen Handys in den Dienst aufgenommen, weil jeder dieser Tage 3, 4, 5 hat. Sie haben eine Umfrage gemacht. Das ist eine zweite. Die erste habt ihr nicht gelesen. Sie machten eine Umfrage und sie haben herausgefunden, dass 97% der Menschen nur 7% der Fähigkeit nutzen, die in einem normalen Telefon vorhanden sind. Ich spreche nicht über das Smartphone. Ich spreche von dem dummen Telefon. In dem dummen Telefon nutzen 97% der Menschen nur 7% seiner Möglichkeiten. Also überlegen Sie sich, wenn wir 90% der Elektronik entfernen, werden die meisten Leute es trotzdem nie wissen. Und wir können ihnen sogar einen Rabatt von 500 Rupien geben. Sie werden glücklich sein, wir werden glücklich sein, ihr wisst schon. Vielleicht haben Sie das schon alles entfernt, wir wissen es nicht. Nur wenn man versucht, sie alle zu nutzen, alle Funktionen, dann merkt man, dass etwas nicht funktioniert. Also, in einem kleinen Gerät verwendest du nur 7%. Dieses hier ist das Werkzeug. Jedes verdammte Gerät ist aus diesem herausgekommen. Zu wie viel Prozent, denkt ihr, setzt ihr dieses Gerät ein? Ratet einfach mal. Wie viel Prozent? 2, 5? Ihr seid sehr großzügig zu euch selbst. Es ist weit unter 1%. Denn für euren Überlebensprozess, um euer Leben in der materiellen Welt zu führen, braucht ihr nicht einmal 1% von dem, was dies ist. Dies ist in der Lage, den gesamten Kosmos wahrzunehmen. Wenn man es richtig vorbereitet, wenn man es hält, ist es wie eine Antenne. Wenn man es in der richtigen Position hält, kann es einfach alles in der Existenz erfassen. Es ist nur, dass wir alle möglichen Dinge damit tun, weil im Moment unsere ganze Wahrnehmung des Lebens auf die physische Natur der Existenz beschränkt ist. Das Physische ist wie eine Schale der Frucht. Es hat keinen eigenen Zweck. In dem Sinne, dass wenn ihr eine Frucht habt, in dem Moment, in dem ihr die Frucht esst, die Schale direkt in den Mülleimer wandert, nicht wahr? Die Schale ist nur eine Verpackung. Nur weil die Frucht wertvoll ist, ist die Verpackung wichtig. Gerade jetzt, wo ihr hier sitzt, ist dieser Körper sehr wichtig. Man muss diesen füttern, man muss diesen kleiden, man muss diesen dekorieren, man muss diesen auf so viele Arten verwöhnen.
Morgen früh, jenes Etwas, das du innerlich nie erlebt hast, wenn das weggeht, will niemand etwas mit diesem zu tun haben. Ja? Nur weil die Frucht im Inneren ist, ist diese Schale sehr wertvoll geworden. Nun, bei Yoga geht es nicht nur darum, dass man seinen Körper verdreht, nicht darum, dass man auf dem Kopf steht, nicht darum, dass man den Atem anhält. All diese Dinge kann ein Zirkusartist besser machen als die meisten Yogis. Wirklich? Ja oder nein? Glaubt ihr nicht? Ein Zirkusartist kann das wesentlich besser als Yogis tun, hinsichtlich der Verdrehung des Körpers, dieses tun, jenes tun, verschiedene Positionen zu halten. Das ist nicht der Zweck von Yoga. Wenn man das Wort Yoga ausspricht, denken die Leute leider, dass du in einer unmöglichen Haltung sein musst. Im Yoga geht es nicht um Haltungen. Es ist nur ein winziger Aspekt von Yoga. Yoga bedeutet, dass in deiner Erfahrung alles eins geworden ist. Das Wort Yoga bedeutet Vereinigung. Was ist die Vereinigung? Was kann sich mit was vereinen? Während du hier sitzt, sind deine Ideen und deine Erfahrung, wer du bist, sehr stark. Du bist hier als ein Individuum. Aber was die Bäume in diesem Moment ausatmen, atmest du ein. Was du ausatmest, atmen die Bäume ein. Oder mit anderen Worten, eine Hälfte deiner Lunge hängt da oben. Ja oder nein? Das ist nicht nur in Bezug auf den Atem. Heute beweist euch die moderne Physik, dass während du hier sitzt, jedes subatomare Teilchen in deinem Körper in ständiger Transaktion mit allem anderen in der Existenz ist. Wenn diese Transaktion beendet wird, hörst du auf zu existieren. Also Yoga bedeutet, es durch Erfahrung zu wissen. Die moderne Wissenschaft beweist dir, dass die ganze Existenz nur eine Energie ist. Die Religionen der Welt haben lange Zeit geschrien, dass Gott überall ist. Ob man nun sagt, dass Gott überall ist, oder ob man sagt, dass alles eine Energie ist, sprechen wir von der gleichen oder einer unterschiedlichen Realität. Gott ist überall, alles ist die gleiche Energie. Sprechen wir über die gleiche oder eine unterschiedliche Realität? Die gleiche Realität. Es ist nur, dass ein Wissenschaftler dies noch nie erlebt hat. Er hat es durch mathematische Schlussfolgerungen erreicht. Ein religiöser Mensch hat dies nicht erlebt. Er glaubt es, weil es irgendwo geschrieben steht oder von jemandem gesagt wird. Wenn ihr ein harter Fall seid, dass ihr nicht bereit seid, euch mit Schlussfolgerungen oder Glaubenssystemen zu begnügen, dann werdet ihr ein Yogi. Ja, wenn ihr eine sehr harte Nuss seid, dann wollt ihr es selbst wissen. Dann werdet ihr ein Yogi. Du möchtest die Einheit der Existenz kennen. Du möchtest die Einheit dessen, was sie ist, kennen, nicht daran glauben. So wie du die fünf Finger deiner Hand erlebst, wenn du alles um dich herum erleben kannst, dann sagen wir, dass du in Yoga bist.